Leute, komm, wir machen es auf, Digga. Ich bin gespannt. Ich will es jetzt unbedingt aufmachen. Wir machen zuerst das erste Paket auf. Also, ja. Das ist, wie gesagt, Leute, ich will damit nicht flexen. Ich will einfach nur mal zeigen, was man dazu bekommt, wenn man sich ein Lamborghini kauft. Das ist das erste Paket. Das habe ich direkt, als ich mir den Lambo gekauft habe, an den Tag vor Ort bekommen. Und wir gucken mal, was hier drin ist. Und ich habe ja heute noch das große Paket bekommen, das ich jetzt unbedingt mal aufmachen will. So, wir machen jetzt auf hier. Zack, also wir haben erstmal hier Pakete. Da haben wir hier noch so eine Schutzdings drüber. Ganz auf edel angelehnt. Ja, man kennt's. So, dann gucken wir mal. Boah, es riecht schon so gut, ne? Es riecht so gut, Digga. Und zwar, guck mal, was man einfach dazu bekommt. Man bekommt ein komplettes Pflegeset für euren Lamborghini, Digga. Ja. Das ist zu krank. Also, wir haben hier einmal Gloves. Ihr kennt sie wahrscheinlich alle. Und zwar, das sind die Lamborghini-Handschuhe, die ich auch in den Unboxings auch immer hatte. Um den Lamborghini natürlich ordentlich... warte mal, sieht man das? Kann man das... Ihr seht's, was, ich zeige euch einmal alles, was hier drin ist. Also einmal Handschuhe. Überleg mal, ne? Du hast einmal, du kriegst einmal hier so ein Paket. Hier. Da steht auch richtig drauf. Gloves für Handschuhe halt. Kriegst du extra in so einer Box, Digga. Das ist zu krank, ne? Dann, was ist das hier, Digga? Ja, ich glaube, das ist einfach so eine Pflegeanleitung, wie du deinen Lamborghini halt waschen kannst, wie du den halt putzt, wie du den halt sauber machst. Dann haben wir hier noch so ein... Digga, guck mal, wie das eingepackt ist, ne? Das ist so eingepackt wie so... als aus dem Mittelalter so Zeugs, Digga. Keine Ahnung, das ist, glaube ich, einfach nur ein Tuch oder so. Wahrscheinlich so ein Spezialtuch, Digga, von wo ich... Oha, aber auch... Boah, Digga, man muss halt auf die Details achten, ne? Guck mal hier. Alter, ist das nice. Automobile Lamborghini eingestrickt, Alter. Das sieht schon nice aus, ne? Das ist schon wild. Also das fühle ich definitiv. Das ist schon schön. Ja. So, wir machen das hier alles wieder ordentlich, Leute. Weil ich kenne mich. Wenn ich das jetzt hier nicht ordentlich mache, Digga, dann sieht das hier nachher aus wie ganz wild. So, dann gibt's da das noch dazu. Das ist so ein... Mach, hallo! Ja, das ist, da steht auf jeden Fall Adapter USB drauf. Und ihr seht, lol, das ist halt auch krass, ne? Also das ist halt, das kriegt ihr halt umsonst dazu. Und das ist so ein Zieger hier, ihr seht so ein... Ihr seht es wahrscheinlich nicht, oder? Das ist halt auch krasse Details, ne? Hier ist halt überall das Lamborghini-Logo drauf. Und das ist halt für den Zigarettenanzünder USB-Anschluss. Ist geil, Digga. Auch hier in so einer extra Hülle alles drin. Das ist schon, das ist auf jeden Fall edel, Digga. Also, man muss sagen, so das macht schon was her, ne? Das ist so, du kriegst das, Digga, du kriegst das und denkst dir, boah, das ist schon... Aber guck mal, hier so eine Tasche noch, Leute. Das ist eine Tasche hier. Das ist irgendwie so eine... Lol, das ist eine Ledertasche. Okay, krass. Das packen wir gleich mal aus. Da bin ich mal gespannt hier. Dann haben wir hier noch Clean Touch Screen steht da drauf. Clean Touch Screen. Das ist irgendwie so... Ich denke mal, auch ein Tuch oder so. Ja, das ist hier auch so ein Tuch, Digga. Wahrscheinlich, um irgendwas sauber zu machen. Da, zack, hier. Auch nochmal hier. Mit Lamborghini unten drauf. Dann gucken wir mal, was in der Tasche drin ist. Da haben die sich aber auch nicht lumpen lassen, ne? Da hat sich das definitiv der Autokauf schon mal gelohnt, würde ich sagen. So, zack. So, also ich zeige das nochmal. So sieht das aus, wenn ihr das kriegt. Und das hier ist eine Tasche, Digga. Das ist hier eine Tasche aus Leder. Aus so Alcantara-Leder. Auch edel, Digga. Ich muss sagen, die Tasche fühlt sich gut an. Also, oh, sie riecht auch so gut. Oh, müsst ihr auch immer so an neuen Sachen riechen? Auch wieder so geil eingepackt hier mit so einem Lederband. Ist das echt Leder? Ich keine Ahnung, Digga. Ich denke mal hier. Also, das ist auf jeden Fall
Das macht schon was hier auch mit dem Lamborghini-Logo oben drauf. Hä? Hä? Was ist das, Digga? LOL, das ist krass. Das ist hier so, das sind hier so Pflegeutensilien. Leder, das ist so ein Ledercleaner. Dann hier, keine Ahnung, irgend so ein Materialcleaner. LOL, das ist wirklich Glascleaner. Das ist wirklich LOL, das ist Car Fragrancy. Das ist Autoparfüm. Oh, Digga. Oh. Oh. Das riecht gut, Digga. Das ist Autoparfüm. Jetzt riecht sie wie im Lamborghini drinne. Und dann gibt's hier noch auch nochmal hier irgend so ein Lederzeug, Lederreinigungszeug. Was haben wir hier noch drinne? Ja, da haben wir hier nochmal so eine Lamborghini-Handschuhe drinne an den Seiten. So sieht das Ganze aus. Hier sind die ganzen Pflegeprodukte drinne. Hier sind die Lamborghini-Handschuhe drinne. Ein paar habe ich schon rausgenommen. Und geil, Digga. Das kriegt man halt. Wie gesagt, das kriegt jeder dazu, der sich einen Lamborghini kauft. Und was, das ist jetzt auch nochmal das Besondere, was du halt bei, sag ich mal, bei Mercedes oder so nicht bekommst. Ne? Das ist jetzt zeige ich euch wirklich mal was Besonderes, was einfach auch diesen Kauf von so einem Fahrzeug zu was ganz Besonderem macht. Ne? Also sowieso einen Lamborghini zu kaufen ist eh was mega krasses, aber so eine Kleinigkeiten, weißt du, das macht das Ganze nochmal halt nochmal besonders, ne? Das kriegst du nirgendwo anders, Digga. Das kriegst du nicht bei Mercedes oder sonst was, das kriegst du halt bei Lamborghini. So, gucken wir mal. Machen wir das wieder hier ordentlich, Digga. Und mein Lambo war jetzt auch die letzten Tage zur Durchsicht gewesen. Und krass ist auch, ne? Boah, es fährt sich auch edel an hier, so das Logo und so. Das ist schon nicht billig, ne? Also das haben die echt cool gemacht, muss ich sagen. Die waschen den sogar, wenn der zur, also der muss ja einmal im Jahr zur Durchsicht und die waschen den mit der Hand vor Ort, ne? Also die fahren nicht irgendwie durch eine Waschanlage, die waschen den wirklich mit der Hand. Das ist auch geil, Digga. So, hier ist es, Leute, das Paket, auf das ich echt lange gewartet habe. Und zwar jeder, der sich einen Lamborghini kauft, der kriegt nämlich was dazu, Digga. Und das machen wir jetzt auf. Das gucken wir uns jetzt an. Oh, ich freue mich wirklich, Leute, ich freue mich. Übrigens, das kriegt man erst, also das kriegt man, dieses Paket bekommt man erst, bekommt man das 4 Monate später. Also ihr kauft das Auto und 4 Monate später bekommt ihr so ein Paket. Direkt, das ist direkt von Lamborghini aus Italien, ja. Und da wird nämlich extra für euch etwas gebaut, ja. Und ich zeige euch auch, was für euch da gebaut wird. Einige werden es wahrscheinlich schon bei Monte gesehen haben. Boah, Digga, es ist schon... Ist schon wild, Digga. Hier, guck mal, so zack, packst du es aus hier. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ist das schwer, Junge. Alter, ich bin gehypt, Bruder. Ich bin gehypt. Also man sieht ja auch die Verpackung, ja. Verpackung hier mit Polsterfolie und so. Oh, es ist schwer, Digga, es ist schwer, ich bin gehypt. Und zwar, ich mach's auf, Leute, so, dass ihr es auch seht. Oh mein Gott, das ist zu zählen, Digga. Wow. Das ist eine Nachricht vom Händler, Digga. Das ist noch eine kleine Nachricht vom Händler. Gucken wir uns gleich an. Es ist krass, Digga. Ich sag euch Real Talk. Es ist Real Talk so krass zu sehen, ne? Kann man das hier rausnehmen? Ja, kann man. Warte mal. Also hier haben wir irgendwie noch so ein
Zertifikat oder so. Können wir uns gleich nochmal angucken. Und zwar, man bekommt ein 1:1 Nachbau von eurem gekauften Auto. Ey, das ist zu geil. Ich freue mich gerade unnormal. Viele werden sich jetzt fragen, hä, Digga, bist du dumm? Das ist doch gar nicht dein Auto. Das ist doch ein ganz anderes Auto. Aber Leute, ja, das ist, so habe ich den Lamborghini gekauft. Ja, so habe ich den Lamborghini gekauft, in der Farbe. Ich zeig das hier nochmal. Hallo. So habe ich den gekauft und ich habe den ja umgebaut. Also ich habe den ja nachträglich habe ich den folieren lassen. Ich habe hinten das Heck ein bisschen geändert. Ich habe die Felgen geändert. Ich habe die Bremssättel geändert. Also ich habe alles noch nachträglich geändert. Und Bruder, es ist krass, ne? Also es ist Real Talk. Oh, das ist echt richtig detailgetreu und so. Das ist schon krass. Also ist schon, überleg mal, du kaufst einfach ein Auto. Ich sagte, die Farbe ist auch richtig geil, ne? Guck mal, ich hatte auch die gleich, also ich hatte auch so Bronzefelgen drauf und so. Ich habe ja die Felgen, habe ich ja nochmal nachträglich lackieren lassen. Ich denke mal auch krass für viele von euch zu sehen, wie das Auto davor aussah. Also genau so habe ich den Wagen gekauft, Leute. Genau so. So stand er da. Ja? So stand er bei Lamborghini vor Ort. Ey, es ist schon cool gemacht. Ist definitiv richtig edel, Alter. Feier ich. Einfach schön zu sehen, Alter. Das freut mich gerade. Innerlich freut mich das wirklich gerade. Das Ding ist, bei mir hat es leider ein bisschen länger gedauert. Also ich habe das Ding, bei mir war irgendwie ein bisschen, keine Ahnung, da waren Fehler drin. Deswegen habe ich jetzt so knapp ein Jahr darauf gewartet, aber ich habe es im Endeffekt ja trotzdem bekommen. Dings, Alter, nice. Also hier zumindest, da hat er noch geschrieben, der Verkäufer, zumindest die Karte ist mattgelb, weil das Auto ja mittlerweile mattgelb ist. Herzlichen Glückwunsch zum... Ach, geil, Digga, ja. Ey, freu ich mich gerade wirklich. Also, ich habe extra gewartet, Leute, dass wir für Stream aufmachen. Wie viel ist das wert? Keine Ahnung, Digga. Keine Ahnung, was das Modell wert ist. Was ist so ein Lamborghini-Modell wert? Also, ich denke mal, bestimmt schon. Also, das macht einen sehr edlen und schweren Eindruck. Ich denke mal, das wird schon den ein oder anderen Euro, wird das schon kosten.